Thema, die letzten 30 Jahre ein ganz starkes Wirtschaftswachstum auf der Welt. Die Wirtschaft ist so weltweit um fast 140% gewachsen seit 1980. Das heißt, ist auf 2,4-fache. Und so reich wie heute oder wie 2007 war die Welt noch nie, materiell. Und für die USA nochmal, weil da ein bisschen bessere Zahlen sind, war es ähnlich. Da ist das Sozialprodukt in über 30 Jahren um 130% gewachsen auf 230. Also wir haben einfach heute viel, viel mehr Häuser, Waschmaschinen, Autos und auch Produktionsanlagen, um das alles herzustellen. Also um 130% gewachsen. Auf der anderen Seite ist ja das Masseneinkommen von den Leuten nicht mitgekommen. Ja, ich brauche ein Masseneinkommen für die Massenproduktion. Wer kauft die ganzen Handys und Autos? Ja, Millionen. Das geht nur mit Masseneinkommen. Die Masseneinkommen sind aber zurückgeblieben. Ja, in Amerika, in den USA, ist das Masseneinkommen der Leute von 1980 bis 2011 um 8% gewachsen. Also es ist unglaublich. Das Sozialprodukt, die ganzen Produktionsanlagen, Restaurants, Ketten, ist um 130% gewachsen, aber die Massennachfrage nur um 8%. Wer hat das ganze Zeug gekauft? Wo sind die ganzen Handys und Autos und Häuser hin? Ja, das Schlüsselwort, Zauberwort ist Kredite. In den 18 reichsten Industrieländern der Welt ist die Verschuldung der privaten Haushalte real von 1980 bis heute um 600% gewachsen. Also die Verschuldung hat sich versechsfacht. Also bei Spaniern, Franzosen, Holländer. Deutschland ist ziemliche Ausnahme, weil wir wollen nicht so recht mit diesen Kreditkarten einkaufen. Ne? Deutschland, Österreich, Schweiz ist ein bisschen komisch, die Leute machen das nicht so. Aber wenn Sie nach Spanien, Italien, Griechenland, egal, USA, Frankreich schauen, insgesamt versechsfacht, ohne Inflation, real. Aber die Einkommen sind in der Zeit Mai in den USA um 8% gestiegen, in Frankreich ein bisschen mehr, in anderen Ländern ein bisschen weniger. Also der Schuldenberg ist dramatisch hochgegangen. Und jetzt ist die Frage, wie lange geht das gut? Ja, ich gehe dauernd shoppen, ich habe 100 Einkommen jeden Monat und gehe aber für 110 einkaufen, jahrelang. Wie lange geht das gut? Ja, bis die Bank sagt, jetzt ist Schluss mit lustig. Ja, jetzt habt ihr so einen Schuldenberg, jetzt wird es mir kritisch, dass dann auch die Banker sagen, wir wissen nicht, wohin mit dem Geld, haben es den Leuten nachgeschmissen. Ja? Und auf einmal sagen wir, jetzt können wir es nicht mehr nachschmeißen, weil die ersten zahlen nicht mehr. Jetzt müssen wir aufpassen. Und dann halten wir auf einmal zurück und dann merkt man, was passiert. Und die Griechen fallen runter. Die Spanier fallen runter und einige Länder werden auch noch runterfallen, weil wir merken auf einmal, ganz viel von dem, was wir da die ganze Zeit gemacht haben, das haben wir bloß auf Pump gebaut, auf Sand gebaut. Und im Prinzip ist heute Situation, jede dritte Fabrik auf der Welt ist zu viel. Die sind aber alle noch da. Gerade mal die Spanier und Griechen, wo jetzt nicht mehr investieren seit 5 Jahren, weil sie viel zu viel haben. Ja. Aber die ganzen Fabriken sind da. Und ungefähr, meine Schätzung ist schwierig, ein Viertel bis ein Drittel bis ein Fünftel jeder Fabrik muss raus. Und das heißt Mord und Totschlag. Ja, wenn jede vierte Fabrik raus muss, heißt es Massenarbeitslosigkeit und Chaos. Und da wird es ziemlich Verteilungskämpfe geben. Ja. Von 50 Autofabriken in Europa brauchen wir höchstens 30, ja 20 Schließungen, um Gottes Willen. Ja. Also ich meine Wolfsburg oder Bochum kriegen wir ein bisschen mit, wenn eine Straße mal zugemacht wird. Ja. Also das schaut jetzt sehr ungesund aus, weil wir jahrzehntelang wuchernd, wie so Krebs, haben wir uns gar nicht leisten können, wuchernd das gekauft haben, aber haben es uns eigentlich gar nicht leisten können. Ich rede jetzt nicht von Deutschland, weil wir sind da, wir ticken da gegen den Strom ein bisschen. Ja? Deswegen erwischt uns auch momentan so wenig. Ja, wir haben viel zu viel Kapazität auf der Welt. Wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder wir lösen es mit Vernunft oder wir lösen es mit Unvernunft. Wenn wir es mit Unvernunft lösen, dann stehen traurige Zeiten bevor. 1945 war es gelöst. Da war die Kapazitätenfrage erledigt. Ja, Stunde Null in Mitteleuropa, breitflächig verwüstet. Hiroshima, Nagasaki, große Teile Asiens vernichtet und die wenigen Produktionskapazitäten in angelsächsischen Ländern waren super. Ja, kein Problem mehr. Der Keil war geschlossen. Das war aber sehr mit Unvernunft. Ja, furchtbar. Furchtbar. Aber wir können daraus lernen aus der Geschichte. Ja, also im Moment, das war eine Sackgasse. Also im Prinzip ist die Argumentation, dass wir eine bestimmte Eigentumsordnung haben in unserem Land, in der ganzen westlichen Welt, auf der ganzen Welt im Wesentlichen. Die Eigentumsordnung heißt, jeder kann an Grund und Boden, an Produktionsvermögen, an Geldvermögen so viel haben, wie er will. Keine Limits. Ja? Unbegrenztes Eigentum an allen Hauptvermögensarten. Steht bei uns im Grundgesetz, steht in allen Verfassungen der Welt. Also wer halb BMW hat, kann halb Daimler dazu kaufen, kein Problem. Wer 20.000 Hektar hat, kann 100.000 dazu kaufen. Passiert momentan.
Ja, China hat doch in Ukraine Ackerland in Größe vom Drittel von der deutschen Ackerfläche gekauft. Ja? War neulich in der Zeitung gestanden. Das passiert auch, dieses Landgrabbing. Die kaufen also zigtausend Hektarweise Land auf der Welt. Also das ist alles erlaubt, dass sie, egal wie viel sie haben, sie dürfen immer noch mehr haben. Das ist so die Grundvoraussetzung von, das heißt, jeder Ökonom sagt, so muss das sein, das geht nicht anders. Das ist ja fragwürdig. Die Israelis haben es zum Beispiel früher anders gesehen. Ja? Also das geht nicht. Aber wir sagen, das muss so sein. Und das Zweite ist, dass man sagt, Zins ist gut, richtig und wichtig. Zins kollabiert die Wirtschaft, das geht nicht anders. Ja. Und wenn ich die zwei habe, unbegrenztes Eigentum und Zins, Josefspfennig, dann muss ich nach einer bestimmten Zeit, ich habe jetzt mal so 70 Jahre angenommen, muss ungefähr nach 70 Jahren muss das Ganze immer um die Ohren fliegen. Ja, weil der Keil geht auf. Dann versucht man das noch so durchzuretten mit Kredit und irgendwie komischen Staatskredit, Privatkredit und so Geschichten. Und dann haut es uns um die Ohren. So wie 1914 bis 1945 zum Beispiel. Also, wenn ich die zwei Grundannahmen habe, dann muss es dazu führen, dass die Eigentumsverteilung schräger wird, dass die Sparquote steigt, dass auf der einen Seite also Kapital investiert wird, und die Wirtschaft wächst, alles ist super. Spanien war es ja jahrzehntelang happy durch den Euro, Wahnsinn. So gut ist es in Spanien nie gegangen. Jetzt heute ist es andersrum, ja. Durch den Euro. Dann gibt es Überkapazitäten und auf der anderen Seite die Massennachfrage hält nicht Schritt. Es gibt Überschuldung und heute stehen wir vor der Situation, dass diese Berge von Überschuldung und die Produktionskapazitäten, dass das nicht mehr im Einklang ist. Ja. Dass wir jetzt irgendwie diesen Keil schließen müssen. Jetzt, was steckt da dahinter? Ja, das sind so einfach Zahlen, Daten, Fakten, die können Sie überall nachlesen. Nobelpreisträger Joseph Stiglitz, der sagt das ganz einfach, das Ganze ist von den 1%, für und durch die 1%. Also, ganz einfach, die machen die Regeln, das ist für sie, das ist durch sie und es ist von ihnen gemacht. Und wenn Sie ein bisschen schauen im Bundestag, wer so die Gesetze macht, zum Beispiel unsere Gesundheitsgesetze, das sind so Stäbe aus der Pharmaindustrie, die schreiben dann unsere Gesundheitsgesetze. Oder die STIKO am Robert-Bosch-Institut, die ständige Impfkommission, die sagt, wie unsere Kinder geimpft werden oder nicht geimpft werden. Ja, die schreiben ganz offen auf ihrer Seite, wir sind bestochen von der Pharmaindustrie. Ja, sie schreiben nicht bestochen, sondern wir sagen, wir sind finanziert von der Pharmaindustrie. Aber das ist genau das Gleiche. Wenn Sie anschauen, wie die Mechanismen laufen, die Gesetzgebung in Brüssel, in Berlin, das sind sehr, sehr mächtige Lobbygruppen, die sehr, sehr stark die Gesetze machen. Dann heißt es immer, ja, gegen den Kapitalmarkt. Wir müssen die Banken retten, weil wenn wir das nicht machen, dann kollabiert der Kapitalmarkt. Also da sind ganz starke Kräfte dahinter, die das machen. Und die profitieren davon. Worauf ich hinweisen möchte, es gibt immer Leute, die bei Krisen auch gewinnen. Zum Beispiel so Hedgefonds, die auf dem Zusammenbruch von Italien spekulieren, die verdienen da richtig viel, wenn Italien pleite ist und Millionen Italiener arbeitslos werden. Ja, es gibt immer Gewinner. Und die Frage ist, wie sind die Kräfteverteilungen, wer sorgt dafür, dass was gemacht wird? Wir sehen, dass die in den letzten 30 Jahren die Macht sich immer mehr bündelt bei wenigen Stellen, bei Notenbanken in Brüssel, bei Leuten, die wir gar nicht kennen, die nicht gewählt sind. Ja, die machen plötzlich das Finanzgebaren von Griechenland, nicht die Griechen, sondern das machen irgendwelche Leute, die mir nie gewählt haben, die Immunität haben, die mir auch gar nicht verklagen dafür, das, was sie haben. Die sind rechtsfrei. Man weiß gar nicht, wer das ist, sie sind nicht gewählt. Also es gibt ganz antidemokratische Tendenzen. Bündelung bei immer weniger und Bündel heißt auf Italienisch il fascio. Das ist, daraus leitet sich ab il fascismo und der Faschismus. Ja, Faschismus heißt im eigentlichen ursprünglichen Sinn Bündelung der Macht bei wenigen. Und genau das sehen wir fast auf der ganzen Welt durch eine unglaubliche Bündelung von Macht bei sehr wenigen und demokratische Instanzen, die mehr und mehr ausgehebelt werden.